Hallo ihr Lieben, hier ist wieder André. Heute geht es um ein ganz einfaches Rezept, was es in sich hat von seiner Nährstoffdichte. Darüber werde ich noch ein bisschen berichten. Das ist auch für alle Schokoliebhaber, Schokosüchtigen. Deshalb kann man dieses Rezept oder Schokolade von zwei Seiten sehen. Mit ein bisschen Haselnüssen, Datteln, wer mag ein bisschen Zimt. Und ein bisschen gemahlene Süßholzwurzel. Es geht aber auch noch ein bisschen Macka kann man auch reinmachen. Das passt auch ganz gut zur Schokolade. Und grün passt auch zur Schokolade. Bevor ich mit dem Rezept beginne, was ist nur der Nachteil von der Schokolade? Schokolade hat eine sehr, sehr hohe Nährstoffdichte. Des Weiteren ist es sauer. Es wirkt alkalisch. Es wirkt natürlich auch anregend, der Kakao. Das kann für empfindsame Leute Probleme bereiten. Kakao kann aber auch, ich sag mal, alle schweren Sachen, so wie Kakao, Kokos und solche Sachen. Die Menschen funktionieren einfach anders, wie es sehr, sehr vielen Menschen immer noch glaubhaft gemacht wird. Also, dass sehr viele Menschen immer noch in sich tragen, denn ja, was wir Menschen an Ernährung brauchen, ist mehr sowas hier wie dieses Grün. Also, die Nährstoffe, die in dem Grün drin sind. Weil die kommen in so einer fast alten, in einer Lösung vor, in einer Koloidenlösung vor. Und damit kann der Körper eher was anfangen, als wie damit. Er kann natürlich auch mit beiden Seiten was anfangen, aber die Verdauung ist einfach schwerer und es braucht einfach länger, bis es verdaut wird. Und dann geht auch eine ganze Menge Energie wieder verloren oder flöten, wie das Sprichwort nicht so gesagt wird. Und die Schwingungsenergie, wie die Spirituellen sagen, und keiner hat richtig erklärt, wie es funktioniert. Die hängt davon auch stark ab, wie Licht von unserer Nahrung ab. Praktisch hier ist Lichtenergie gespeichert in Form von Pflanzen. Die Nährstoffe sind so aufbereitet in den Pflanzen, dass wir den Menschen einfach super aufnehmen können. Und dementsprechend merken wir das auch und dementsprechend das fühlen wir uns auch leichter dadurch, denn ja und ja. Kakao wiederum. Ja, da macht es uns ein bisschen schwerer. Lethargischer würde ich vielleicht auch mal sagen. Vielleicht auch ein bisschen munterer am Anfang. Das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Es gibt auch diese Kakaozeremonien und sonst was, alles abgehalten wird. Wäre es ein bisschen. Also, ja, es ist immer ein Yin und ein Yang, muss man immer sehen bei der Ernährung. Ich bin da kein Mensch, der irgendwas verurteilt, sondern ich sehe immer beide Seiten immer dann. Was bringt es mir, was bringt es mir nicht? Draußen ist es immer noch ein bisschen kalt und grau jetzt draußen. Das hat ein Gefühl, dass man ein bisschen was Helleres braucht. Aber wie gesagt, ich komme jetzt zum Rezept. Das wird einfach klein gemahlen. Das wird auch klein gemahlen. Die kommen mit rein. Vielleicht einen Schluck Wasser mit rein ein bisschen. Und dann wird das so gemacht, dass das ein Mousse ergibt dann einfach auch. Ich zeige euch das mal zwischendurch. So, das sind jetzt einmal die klein gemahlenen Haselnüsse. Jetzt kommen ungefähr noch dieselbe Menge von den Kakaonüssen mit hinzu. Das sieht jetzt hier so braun aus. So. Jetzt kann noch ein bisschen Zimt mit hineingemacht werden. Oh, vielleicht ein bisschen Süßholzwurzel. Und von dem Macka mache ich dann auch noch was rein, wenn ich die Hand frei habe. Das Ganze kommt jetzt wieder zusammen mit den Datteln. Die Datteln kann man vorher auch noch ein bisschen klein machen. Da kann man auch ein Dattelpüree draus machen, mit einem Schuss Wasser ansetzen. Das werde ich gleich nochmal machen. So, das ist ein Glas Wasser. Kommt jetzt hier mit rein. Dann wird das so eine Art cremiges Püreechen. Ist jetzt natürlich durcheinander, weil es nicht die hohe Menge hat, weil ich ja nur ein bisschen alleine bin. Und da braucht man nicht so viel. Wie gesagt, ist jetzt hier diese Datteln mit dem Rest noch ein bisschen vermischt. Und dazu kommt jetzt einfach das mit dann zu. Und dann rührt ihr das so lange, bis es eine cremige Konsistenz ergibt. Und dann ist es einfach fertig. Das sieht jetzt ungefähr so aus. Kann ruhig noch ein bisschen länger rühren. Richtig ruhig, langsam, schön rühren lassen immer. Es kann auch ein bisschen warm werden, ruhig. Dann tun sich die Öle schon mal ein bisschen freisetzen. Und
Das Ganze gibt dann eine cremige Konsistenz. Mehr ist es eigentlich nicht. So sieht's fertig aus. Die kleinen Haselnussstückchen noch mit drinne. Dann kommt das in die Gläschen und kommt in den Kühlschrank und dann hält sich das eine ganze Weile. Auf jeden Fall ohne Konservierungsstoffe, ohne irgendwelche Fette, die nicht so gut sind für uns. Und auch ganz einfach hergestellt und auch sicherlich auch gut für Kinder. Von der Gesundheit her und von der Machbarkeit her für die Natur und so weiter.